Willkommen zurück, Leute, zu Rise of the Tomb Raider. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier angegriffen werden. Ich hoffe nicht. Hier sind nämlich voll die Tanks. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich hatte so das Gefühl, neues Basislager entdeckt. Griechisches Feuer, Tupo. Achso. Ratten! Ratten! Ratten, die davon ziehen. Wunderbar. Ich bin der Rattenfänger. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. So, den können wir auch ausnehmen. Da ist auch noch ein Münzhaufen oder was? Was ist hier? Noch mehr Münzen. Oh, hier gibt es echt viel. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Zuerst mal brauche ich einen Plan und einen Überblick, was ich eigentlich mache. Du, Lara. Weißt du? Ich muss ja auch verstehen, was du hier eigentlich willst. Ich kenne mich ja hier auch nicht aus. Da ist noch ein Geheimnis oder was? Und wir wollen was hier mega mäßig aufsprengen oder was? Hast du vor? Irgendwas wollen wir, ne? Irgendwas wollen wir wieder tun. Da unten kann man durch. Da unten. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Mein Gott, ja. Granatenpfeile herstellen. RB gedrückt hat. Ach so. So, ach ja, so ging das. Ja, ja, okay. Denkt die ganze Zeit, hä, wieso kann sie das nicht herstellen? Wird doch angezeigt, dass wir noch gar keine haben mehr. Komisch, komisch. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ich weiß. Wir können uns aber nochmal die Münzen da holen. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ja. Ja. Na gut. Wenn du das sagst. Kannst du auf die Bäume? Nein. Schade. Da kannst du auch nicht durch. Ja, wo war jetzt diese Lücke? Wo ich hin wollte. Gerade eben. Gehen wir mal hier unten hin. Lass mal los. Hier ist bestimmt auch noch was. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Oder auch nicht. Da wollte ich hin, genau. Hier. Muss schwierig gewesen sein, so viele unbeständige Komponenten zu mischen. Genau. Ich glaube, jetzt bin ich auch wieder auf dieser anderen Seite, wo wir... Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. ...hergekommen sind. Ja, nimm alles mit. Alles mitnehmen, was geht. Ich glaube, wir waren hier auch schon drin, ne? Aber ich bin halt hier schnell durchgehuscht. So. Hier kann ich auch einen Pfeil hinschießen, wenn ich irgendwo vielleicht da oben bin. Muss ich mal schauen. Schwimm mal gegen an und geh mal hier hoch. Genau. Weiß ich überhaupt nicht, wo ich hin soll. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Ja, okay. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Okay. Hier ist unser Lager, das neue. Yay. Griechisches Feuerdepot. Okay. Haben wir erstmal das Lager gefunden. Fähigkeiten können wir ja mal wieder verteilen. Vielleicht mal auf Jäger. Haben wir lange nicht gemacht. Nerven aus Stahl. Das Ziel mit vollständig gespanntem Bogen bleibt erheblich länger stabil. Plünderer, erhöhen Sie Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Bogenexperte. Führen Sie einen Bogenexekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie Y, finde ich gut. Dreifachschuss, feuern Sie gleich bis zu drei Pfeiler. Pistolenexperte. Führen Sie eine Pistolenexekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Hohlspitzgeschosse von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie Y, um außer Gefecht gesetzten Feinden den Rest zu geben. Genau dasselbe mit Gewehr wahrscheinlich und Schrotflinte. Das mache ich mal mit. Fangen wir mal mit Bogen an. Genau. Fangen wir mal mit Bogen an, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man sich so an jemanden ranpirscht mit einem Bogen, dann, ne? Können wir den auch gleich so exekutieren, wenn wir... So, auch cool. Waffen können wir auch verbessern. Ja.
46%, 58%, schwere Pistole können wir noch nicht. Revolver, wir können aber auch die Maschinenpistole, 41%, Sturmgewehr, 42%, Tiergewehr habe ich irgendwie gerade nicht. Und die Pumpgun könnte man auch verbessern. Ich bleib mal bei der Maschinenpistole. Oder? Oder Sturmgewehr. Waffe mit sehr kurzem Lauf für den Einsatz mit Schnellfeuer. Ausgewogenes, zuverlässige für jede Situation. Ach, nehmen wir Maschinenpistole. So, richtig bum bum bum. Geht los jetzt hier mit... Ja, was wollen wir eigentlich? Schnellabzug. Hochempfindliche Auslösermodifikationen erhöhen die Schussfrequenz. Oder Mündungsbremse leitet die beim Feuern freigesetzten Gase ab, um den Rückstoß und das ungewollte Anheben des Laufs zu reduzieren. Nehme ich mal einen Schnellabzug. So. Kann ja nicht schaden hier. Boom, boom, zack, zack. Ich lasse mal unser Outfit noch an. Das geht ja noch. Gut. Ja. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ja. Ich muss sie nur finden. Jetzt muss ich das hier machen. Den. Und den hier auch. Den hatte ich schon. Hattest du den schon ausgenommen? Anscheinend schon. Da ist noch ein Münzhaufen. Oder, nee, das ist ein Quatsch. Weiß gar nicht, was ist hier? Erd? Nee. Irgendwas anderes. So, hier sind doch Gefäße. Wie schön. Ja, das hast du ganz gut. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Also ich muss sie nur finden. Ich soll die jetzt also alle eigentlich nur... Bum, bum, die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Ich muss sie befestigen. Okay. Das bringt ja auch nichts hier, was ich mache, oder? Ich kann das hier da runter deppern. Dann brennt das da vorne. Bringt mir das denn aber was? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Nee, ich werde also diesen Weg zurückgehen. Aber wenn ich hier was hinlegen würde, dann, weißt du, dann kann ich das hier hinziehen und dann geht die Asche drauf. Aber ich kann es doch überall zum Explodieren bringen. Ich soll es befestigen. Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Da oben liegt auch noch was. Gefäße müssen sich am Kran befestigen. Ja, ja. Ich muss da nur raufkommen, ne? Das runter machen. Jetzt geht das wieder los hier mit dem Rätseln. Das ist klasse. Ich soll das da befestigen können. Wie befestige ich das? Wie komme ich? Kommt man da irgendwie rauf? Weiß ich nicht. Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Dann gehe ich mal erstmal. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Vielleicht muss man erstmal woanders auch hin. Ich weiß ja nicht. Vielleicht nicht gerade da. Ich soll es hier, glaube ich, irgendwie fluten. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Na, da sind hier viele Ratten. Ratten? Da kommen sie alle, meine Rattenfreunde. Ja, das waren zwei Stück, das ist doch schön. Wieder ein bisschen Erfahrungspunkte hier als Rattenfängerin. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Halten, tauchen. Sehen die mich? Können wir eine Wasserexekution machen? Hahaha. Sehr schön.
können wir gleich nochmal machen. Das macht Spaß. Bleib unten, Lara. Oh, du wurdest gesehen, ne? Edge Badge. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ne, alle weg? Liegt da unten jetzt mein Erfahrungspunkt? Ey, was seid ihr denn für welche? Warum musste ich den da unten töten? Scheiße. Scheiße, jetzt kann ich mir die Erfahrungspunkte hier... Den Krempel von den noch mehr Gefäße Typen mit da und nicht. Feuer geben. Scheiße. Ich muss ihn nur finden. Ah, ich habe ihn ganz gut erledigt. Beide. Das hat Spaß gemacht. Schön mit einer Wasserecke. Hier müssen Sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Hey. Mhm. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich bin ja dabei. Mein Gott. Ich glaube, ich sollte diese Extra-Funktion nicht so oft anmachen. Aber ich brauche das, um in den Ecken auch nichts zu übersehen. Sag es nicht schon wieder. Sonst drehen wir langsam hier alle durch. Da drin sind noch mehr Gefäße. Ich kann sie bestimmt herausziehen. Dann nicht. Noch mehr Gefäße. Da. Du meinst hier... Oh, komm, noch ein. Weil es so schön ist. Damit wir auch ordentlich Gefäße geholt haben. Die sammeln sich jetzt alle da. Können wir die jetzt aufsprengen? Damit das hier genau, damit das da erstmal frei ist. Das sollte den Weg etwas frei machen. Yay. So, da haben wir das Wasser jetzt schon mal durchgelassen. Das ist prima. Dann kann man da sich rüberschwingen irgendwie. Das... Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Da kannst du aber durch. Aha, aha. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Münzen. Ich muss sie nur finden. Münzen und was noch? Nix. Vorratsschuppenartikel erhältlich. Suchen Sie den Schuppen auf dem Gegenstand mit byzantinischen Münzen zu... Kaufen? Tauschen? Kaufen? Was kann ich denn jetzt Tolles mit meinen Münzen? Keine Ahnung. Oh, hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas, oder? Da. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Kartenaktualisierung. Yay. Geheimnisse entdeckt. Neue Dokumente und Wandgemäldepositionen enthüllt. Ja, Wandgemälde. Ich weiß auch nicht. Davon finde ich immer gar nicht so viele. Hm. Da, das Wandgemälde. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Da waren. Ich muss sie nur finden. Da ist noch was in der Ecke. Ich guck die ganze Zeit auf den Boden und denk, ja, was passiert denn jetzt? Also kommen die Stacheln schon auf mich zugeflogen. Okay, gut. Vielleicht ein bisschen schneller reagieren. Wo bin ich denn jetzt langgelaufen? Bin ich denn jetzt? Wo war ich denn? Ich bin doch wieder zurück, ne? Bin hier so um die Ecke. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Genau. Ich muss sie nur finden. Ja. So, und war ich hier? Hier hatte ich dann aber alles, glaube ich, ist schon okay so. Dann bin ich da lang. Damit wir wieder hier auf dem richtigen Pfad sind, wo wir gerade eben waren. Hier lang. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur und finden. Jetzt hops. Man sieht ja die Falle hier auch eigentlich. Aber ich gehe mal hier lang. Aber wir wollen natürlich... Ich will natürlich hier eigentlich... Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. So, ich muss sie nur finden. Ja, 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 ja. Das Feldzeichen der Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnenträger getragen.
Schlachtfahne, die Atanatoi. Oder so. So, das haben wir auch. Könnte ich da runter, mache ich aber nicht. Spring, ja, einfach mal über die Falle hinweg. Obwohl es natürlich eigentlich viel cooler sogar ist, die auszuschalten, die Falle, indem man sie anschießt. Aber mein Gott, geht ja auch so. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Damit wir das da hinten noch ranpacken können oder wozu? Und wo kriege ich das jetzt hierher? Und was ist da hinten noch? Hier ist doch noch, genau. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Der erste Apostel war bereit, seine Heimat zu verlassen und dem Propheten an den Rand des Reiches zu folgen. Exil, der Apostel war das. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Mensch, Lara, das hast du ja noch gar nicht gesagt und erwähnt. Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Oder das mit den Gefäßen nochmal oder so? Ich glaube, das haben wir noch nicht so oft gehört. So. Brauche ich nicht. Jetzt stehe ich hier und bin doch immer so... Ich suche doch immer so einen Mast. Okay. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, aber jetzt möchte ich mal wissen, wo ich das hier ranschmeißen kann. Jetzt stehe ich nämlich hier nämlich endlich mal am Pfahl. Und sonst bin ich mal auf der anderen Seite. Aber man kann es ja auch... Ja, man kann es ja auch von überall machen eigentlich. Ja, ja, das stimmt schon. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, wir suchen noch Gefäße mit griechischem Feuer. Wollte ich noch mal gesagt haben. Ab ins Wasser. Ich suche nach Gefäßen mit griechischem Feuer. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Den hatte ich auch noch nicht. Da bin ich jetzt schon lang gelaufen, oder? Eigentlich doch schon. Ja, dann bin ich hier durch. Jetzt ist... Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss hier nicht jetzt gerade wieder hin, aber ich mache es gerade trotzdem. Weil, ja... Weil, keine Ahnung. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich habe ja ganz viel hier eigentlich an diesen Feuerstellen, aber das hat natürlich nichts mit den Gefäßen zu tun. Da könnte man sich auch gut rüberschwingen, ne? Möchtest du da irgendwie hin? Guck mal, hier können wir hoch. Da waren wir auch noch nicht. So in der Luft. Yeah, Spider-Man. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Hier gibt es noch mehr zu tun. Nein! Ich werde diesen Weg zurückgehen. Eine Falle. Und ein Geheimnis. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Ein Wimpel. Die Atanatoi, schon wieder mal. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Und ich find's toll, dass wir nicht nur Gefäße finden, sondern auch andere Sachen, ja? Darauf bin ich ja auch stolz, wenn ich kleine Verstecke und Sachen hier noch finde. Die eventuell, ja, andere auch übersehen. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Was ist mal los? Sind wir nämlich hier oben. Waren wir auch noch nicht. Mhm.
Achso, man hätte auch von hier natürlich dahin gekonnt. Hier haben wir auch noch was. Und hier oben vielleicht auch. Oder komme ich hier gerade her? Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Oh ja. Muss ja erstmal, ich muss ja gucken. Rucksack. Unsere Karte ist aktualisiert und ich mache hier noch Screenshots nebenbei. Nicht wundern. Kann ich hier rauf? So. Kann das hier natürlich auch wieder ziehen oder was? Um dann da rum zu balancieren? Oder auch nicht? Oder auch doch? Man könnte ja auch den Balken daran schießen und hinten. Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Ja. Hm. Indem ich es auf jeden Fall dahin ziehe, weil ich glaube, das geht ja wieder zurück hier, oder? So. Kannst du mal einfach runter sterben? Hat jetzt ein bisschen weh, aber sie heilt sich ja eh von alleine wieder. Die Gefäße müssen sich doch irgendwie am Kran befestigen lassen. Ja, genau. Müssen. Also ich finde auch, die Gefäße müssen sich bestimmt irgendwie befestigen lassen. Das habe ich mir so gedacht. Und kann ich das einfach hier oben und dann daran? Ach ja, das geht. Ja, das ist ja prima. Was kann ich jetzt machen? Das dahin kicken. Ja, kick das mal ordentlich. Ordentlich runter jetzt. Zart, tschüss. Ah, das ist jetzt unten. Dann kann ich da rauf. Oder auch nicht. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. So, das habe ich da jetzt schon mal, ne? Ganz toll rangemacht. Aber es bringt ja nichts, das jetzt hier zum Exopolodieren zu bringen, glaube ich. Man könnte es ja auch nochmal an die andere Seite auch nochmal machen. Oder? Oder nicht? An beiden Seiten so ein Gefäß-Ding. Geht das? Es ist jetzt zu schwer. Zu schwer oder so. Nee, das geht. Wunderbar. Prima. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Ja, pass mal auf jetzt hier. Muss das ja erstmal rüberholen. Schwupsdiwupsdi. So, das Ding ist jetzt schon mal da hinten. Auch wenn ich nicht weiß, ob das jetzt gut ist. Ich komm da aber so nicht rauf. Ich weiß auch nicht, ob ich da überhaupt rauf kann. Reicht ein Gefäß, wenn man das jetzt rübergeholt hat? Oder muss es jetzt an beiden Seiten rangemacht werden? Weil es ist an beiden Seiten so ein Ding dran. Ich weiß es aber nicht. Man muss diese Gefäße irgendwie mit dem Kran anheben können. Kann man durch die Wand? Dann kann man da hoch? Die Wand hat mich jetzt irritiert. Die sah so zum Einbrechen aus irgendwie. Bin mir da noch nicht so sicher. Ja, das ist schön jetzt. Wenn ich das jetzt zum Explodieren bringe, passiert wahrscheinlich gar nichts, oder? Oder doch? Oder kann ich damit jetzt das schon hier freisprengen? Weiß ich nicht. Kann ich? Sonst mache ich das nochmal. Also ich mache das dann... Ich mache das nochmal. Also der ist jetzt rübergekommen. Das hat jetzt aber nicht das Wasser irgendwie mehr durchlaufen lassen oder was. Da muss ich mir nochmal was anderes einfallen lassen. Aber ich denke, der Trick war schon ganz gut. Die Frage ist nur, ob ich auch an beiden Seiten da so ein Gefäß ran machen muss. Naja, ich schaue mir das dann nochmal an, ne? Ich höre mir das nochmal 500 Millionen Mal an von ihr, was sie will. Und dann wissen wir schon, was wir zu tun haben. Wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann!